Kunde wohnt ganz oben. Ich gehe immer hoch, nehme die Bestellung auf und dann gehen wir zusammen runter in den Keller, weil seine Tiefkühltruhe da steht. Und da räume ich ihm die Ware dann immer ein. Und es ist letztens passiert, kurz vorm Einräumen fasst er sich an die Hosentasche und sagt, oh, ich habe mich ausgesperrt. Er gab mir dann Räuberleiter. Ich habe es dann aufs Garagendach geschafft, habe mich die Dachrinne lang hochgehangelt. Und oben im Dachgeschoss war das Fenster offen. Da bin ich dann durch. Ich frage mich dann zwar, wie ich durchgekommen bin, aber ich habe es geschafft. Ich habe die Tür geöffnet. Wir haben beide angefangen zu lachen. Ich habe gesagt, oh, Hochfrost, jetzt brauche ich gerade nichts. Habe die Tür wieder zugemacht. Dann habe ich die Tür wieder aufgemacht. Dann haben wir beide gelacht. Als kleines Dankeschön gab er mir eine Flasche Wein. Aber ganz ehrlich, ich bin lieber Bofors-Verkaufsfahrer als Fassadenkletterer.